Einige Touristen sind ja doch schon unterwegs und ich komme ja gerade erst aus Deutschland und ich habe gerade eine Dame getroffen, auch aus Deutschland. Von wo kommen Sie denn genau? Aus Passau, aus Bayern. Und einer der ersten Tage, wo es möglich ist zu reisen, was hat Sie hierher gebracht nach Venedig? Es war so, dass ich eigentlich schon immer mal nach Venedig wollte, aber von den Touristenmassen immer abgeschreckt war. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt nutze ich die Chance, wenn wenig Leute sind, und schauen wir das dann mal an. Genauso ist es sehr, sehr wenig Menschen hier auf der Straße und trotzdem geht Ihnen etwas ab. Es sind ja doch einige Geschäfte auch noch geschlossen. Nee, eigentlich nicht. Also die Stadt ist so faszinierend und die Gebäude, dass es eigentlich gar nicht auffällt, dass vielleicht nicht so viel los ist wie normal. Und wie sieht das in Ihrem Hotel aus? Gibt es da Unterschiede zu anderen Aufenthalten, die Sie gewohnt sind? Wir haben unsere Wohnung gemietet und da war es nur am Anfang mit Desinfizieren und so, dass man ein bisschen aufpassen muss. Aber ansonsten fällt nichts auf. Aber man kommt auch niemanden unter, weil wir gehen gleich raus zum Frühstücken und haben da kein Buffet oder irgendetwas. Von daher fällt nichts besonders auf. Venedig so leer wie sonst nicht. Und ich habe schon gehört, Sie sprechen Deutsch. Von wo kommen Sie denn? Aus der Schweiz. Und Sie sind jetzt extra angereist, weil es wieder möglich ist? Genau. Keine Leute und einmal im Leben Venedig. Das heißt, ihr erstes Mal? Ja. Und wie gefällt es Ihnen? Bis jetzt super. Sehr gut. Wunderschön. Ja. Wann sind Sie angekommen? Gestern Abend. Und haben schon ein bisschen rumgeschaut. Und ja, war sehr schön. Piazza San Marco, alles leer, wirklich schön. Ja. Und wie fühlen Sie sich so in Zeiten von Corona? Wie sind Sie angereist, mit dem Auto, Flugzeug? Ja, mit dem Auto. Ja, vor allem wegen Corona. Sonst hätten wir vielleicht den Zug genommen, aber ja. Das glaubst ja nur du. Doch, das stimmt. Und wie lange werden Sie hier bleiben? Bis morgen. Bis morgen, ja.